Dann eben nicht. Hm? Oh, ein Schlüssel. Ja, wollte ihn ja gerade nehmen. Dann, ach, der Schlüssel. Oh nein, der kommt, es ist zu spät. Und der kommt und frisst voll random den Schlüssel. Warum? Bestimmt, weil der blutig war. Der macht ja sowieso nicht ganz nichts anderes als fest. Wie mich das jetzt schon wieder abnervt. Oh nein, der Schlüssel ist weg. Ups. Okay, seine Augen sind schlecht, aber seine Ohren sind auch ausgezeichnet. Ich habe gedacht, ich hau's kaputt, weißt du, und dann kriege ich noch eine weitere Lücke für mich zum Verstecken. Ich glaube nicht, dass ich das erreichen kann. Vielleicht ist ein Kronleuchter auf den Augen. Ja! Da. Na, dümmster Tod ever. Verdammt. Ja, haut halt so einen Mehlsack drauf oder keine Ahnung. Ja, ein Sandsack. Ein Sandsack, das klischeehafteste Gewicht auf der Welt. Sag, warn mich doch mal vor, dass es physikalisch voll Idiot. Ich hab gedacht. Ach jo. Das könnte als Gewicht funktionieren. Ja, das ist aber ein Spiel, das sah sehr solide aus, okay? Nur zwei Sandsäcke dahin geschafft. Oben. Ich habe das jetzt nicht erwartet. Ich habe jetzt gesagt, runterschubsen, ja, nein. Weißt du, manchmal macht dieses Spiel das, manchmal nicht. Ja, verdammt, warum soll ich das nicht tun wollen? Mach es einfach. Zwei wirklich weggenommen. Soll ich das? Was hat schon der gerade zurück, den hat er genommen. Ja. Ja, ich bin sehr schweigsam in diesen stillen, spannenden Momenten, aber da muss man sich auch konzentrieren, das ist sehr fürchterlich. Bitte, ich hab dich voll erwischt. Ah! Was hat denn der für Reflexe? Ich hab den doch getroffen, oder? Nee. Okay, gehen wir das jetzt nochmal probieren, das wieder nicht funktioniert, versucht einfach so da in diese Tür reinzugehen. Sondern der hört das. Mal wieder. Und er war Matschpumpen. Sehr schön. So. Gut, das hätte auch keinen Erfolg gehabt. Was ist hier drin? Ein Speicherviech und wieder ein sehr merkwürdiger Kram. Der wird immer zu müssen. Fässer, worüber ich mal lachen kann. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Da war nämlich irgendwie. Das war merkwürdig. Oh nein! Ich hab drehen. Nein, Gott sei Dank nicht. Okay. Du. Was?
Ah, jetzt war ich das irgendwie. Nein. Doch. Ja. Doch, das ist richtig. Okay, kann ich überlegen. Das kommt hier unten hin. Oh, ich dachte schon, jetzt kommt was Sauerätzendes. Aber nein, es ist ein wirklich sehr schönes Bild von mir. Amigert. Warum hat mein Vater aus meinen Bildern ein Mosaik gemacht? Warum liegt es da unten? Warum ist hier so viel Stroh? Unten im Keller, beim Sicherungskasten. Halleluja! Und wir haben es zusammengesetzt. Ich habe etwas irgendwo gehört. You heard something unlocking. Was zum... Mantragoras, was machen wir? Was machen Mantragoras? Alraune. Eine Pflanze in der mediterranischen Gebiet. Auch als Mandrake oder Mantragora bekannt. Also, sie ist giftig, hat lange Schlafmedizin und Sedativen. In Folklore wird Magie und Alchemie benutzt. Auch wenn verblutet, it gives a hellish scream that brings death to those who hear it. Okay, also der es den Schrei von der Raune hört, wenn man flügt, dann stimmt. Gut, wir sind aus Harry Potter. Und da ist eine Raune in einem Topf. Ich werde sie pflücken und sterben. Ich werde sterben, wahrscheinlich. Wie die Alraune mich anguckt. Ja, gut. Ich hab's gewusst. Aber ich wollte es einfach ausprobieren. Also brauchen wir erst so eine Art Kopfhörer. Piamine. Broken from the inside. Gut. Ja, dann brauchen wir erst so eine Art Kopfhörer, bevor wir hier die Alraune flippen können. Was auch immer wir mit dieser Alraune anfangen. Okay, da ich jetzt hier mit einer höllischen Bestie ich mich konfrontiert sehe, würde ich sagen, gehe ich doch erst einmal zurück und setze diesen blöden Knochen und diesen saublöden, ausgestopften Hund ein, was mir keine Freude bereitet, weil es ein scheiß langer Weg zurück ist. Kürzung. Dafür war das gut. Ich war offenbar noch nicht im Sichtradius. Gott sei Dank. Was? Ich stehe um die Ecke. Interessiert sie nicht. Ich werde erstochen. Einfach so. Dumb ways to die. Das war einer davon. Ah. Schieb, schieb, schieb. Diesmal warte ich hier. Hier. So. Na? Ja, gut, gut, klar. Gehen wir doch mal aus der Tür raus und vergessen, dass es ein Abhang ist. Zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch. Wieso verliere ich Energie? Kraft? Ach, jo, von mir aus. Warum auch nicht? War da nicht irgendwas mit Incinerator? Heißt nicht Verbrennungs-irgendwas? Warum war denn kein Verbrennungs-irgendwas?
Ich brauche doch so ein Teil für die... für die Puppe. Ja, geht weg, die Viecher. Weg, 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 weg. Pass auf, ich schicke euch. Was zum Teufel. Ich find's schön, dass es immer wieder neue Überraschungen gibt. Stuff the dog. Okay. Dann gehe ich speichern und dann gehe ich rein, wo dieses merkwürdige Baby hockt und dann gehe ich wieder zurück und versuche den Hund mit dem Hammer zu töten. Und es ist weg. And it's gone. Gut. Gehen wir zurück. Das war eigentlich klar. Wie viel von den Scheißdingern haben wir jetzt eigentlich? Das kann ich nicht mehr. Och, da fehlt nur eins. Also, soweit ich das mitgekriegt habe, haben wir, glaube ich, alle gefunden. Ich war ziemlich fleißig beim Suchen und Geheimsachen finden und sowas. Müsste eigentlich, das müsste stimmen. Ja, ja. Diese lebensechte Puppe im Puppenzimmer. Genau. Vielleicht hätte ich die ja mit der Kettensäge. Ach, nein. Ich kann die Kettensäge normalerweise nur im Keller benutzen. Das war nur eine Ausnahme auf dem Speicher, weil das war da der Tutorial. Welche andere? Die in der Tasche? Ja, die hab ich. Nein, ich muss die verbrennen. Extra gesagt, ich muss die verbrennen. Wo soll ich die denn bitte ins Puppenzimmer hinbringen? Ich meine, gut, Puppe ins Puppenzimmer, das hört sich logisch an, ist es aber wahrscheinlich nicht. Ich habe schon viele Sachen probiert, die logisch eigentlich waren, aber die es nicht waren. Warum denn nicht? Ja, aber wir sind doch schon so. Ach, wird schon. Wird schon. Die hat nicht unbedingt widersprochen, die hat nur gesagt, ne, glaubst du, der gehöre etwa. Warum hat die das gesagt? Weil die nicht verbrannt werden wollte. Ganz einfach. That is my reasoning here. Achso, diese Tür müsste zum Incinerator führen. Aber die ist ja verschlossen. Diese Puppe hält ein Messer. Und ich würde dir auch gerne eins geben, damit das aufgeht, aber... das scheint so nicht zu funktionieren. Okay. Ich guck mal, was passiert, wenn ich diesen Hund mal, ja, wenn ich dem mal begegne. Wenn ich sage, hey Hund, es geht. Gehst du? Weil ich mir kaum mit einem Hammer die Ohren verstopfe. Ja, ja, was ist das? Vielleicht kann ich sie aufschneiden. Vielleicht ist da irgendwas Tisches drin. Ja. Kann sich schöne Pflanzen. Vielleicht muss ich auch einfach den Blumentopf zerhauen, weil dann wird ja nicht theoretisch nicht gepflückt. Ich glaube, es ist der Maragoreger. Tuss! Ja, das ging schnell. Okay. Das war's also auch nicht. Gut, na gut, na gut. Dann würde ich aber jetzt mal sagen. Ich bin weit gekommen. Weiter, als ich eigentlich vorhatte oder Lust hätte. Und ja, jetzt habe ich wirklich gar keinen Bock mehr, jetzt irgendwo durch die Weltgeschichte zu laufen und rauszufinden, was ich jetzt tun muss. Mit dem Hammer, mit dem Skalpell. Ja, das werde ich schon rausfinden. Jedenfalls wird dies das nächste Mal geschehen. Wann das ist, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Verbeug, verbeug.